So, Stevie, der BMW. Der BMW. M5, ja. Kometa. Dann Deepstar. Dann Hab Lavotte. ich. Aber, ach so. Ich muss die Messages eben abwarten, so dann ich. Und dann der Kehrsalat. Dürfen wir Nein. dann jetzt auch endlich Schauen fahren? wir mal. Ja, sollte jetzt gehen. Ja, du Mädchen, du musst ein bisschen schneller fahren als eben. So, okay, alle haben, dann muss ich Start Race. Damit du So. auch die Kirche nochmal überrunden Der kannst. erste Renntag mit Ah, dem. ich kann Gas geben. Der erste Renntag jetzt mit dem neuen DG Voodoo, wa? Ja. Ja, genau, Alpen ist zwar den zu, ihr habt noch so Alpen drauf. Was knapp. Oh, oh. Wieso hab ich hier? Warum flackert bei mir die ganzen Grafiken? Macht das echt? Keine Ahnung. Vielleicht geht dein Rechner auch gerade kaputt. Ja, Ja. genau. Das ist ja law. Was, warum fahre ich geradeaus? Ich weiß nicht. Oder hat das Spiel nicht erkannt, dass ich wieder fast gemacht und hab jetzt. Warum fahre ich Sieht aus, geradeaus, ey? eher rechts Ah. Steering oder so. Ja, ich wollte die Abkürzung Möglich. spielen. Dann Ey, nehmen wir die nicht. ich bin geradeaus, ich bin auch geradeaus gefahren, weil ich hab voll geschlafen. Mit offenen Augen habe ich geschlafen, ey. Wir haben grausam. Naja, ist Rennchen gelaufen. Es sind noch Vielleicht ein paar Runden. ja, vielleicht die Tomete noch höchstens, aber die anderen nicht mehr. Oh, nicht zum Mond. Bleib auf dem Alter, Teppich. was ist denn da drin? Bin jedes Mal beeindruckt, wie gut so ein 1,7 Tonner fliegen kann. Das kann er wenigstens, weißt Ah, das kann er wirklich aus irgendeinem Grund. Wenn er sonst nicht kann, muss es ja irgendwas geben, was er kann, ne? Ah, lenk doch hier rum, oh Gott, ja, das war natürlich mal Ja, richtig na, schlecht. geh doch da Ah, rum! nein! Ja, Verdammt, Kurve nicht ich gekriegt. hab da, mein Spiel hat nicht gereiht, dass ich wieder Fastzug angemacht habe. Es kommt mir so, ich glaube, ich hab zu Ach, hinten was war müssen. das denn, ey? Da war ich gerade zum Überholen und dann fahr ich gegen die Kinderschild. Ah, Auto, Lenk doch Steuer. ein! Alter, ich lenke und er geht immer mehr geradeaus. Jetzt kann ich die Abkürzung nehmen. Ja, der untersteuert ganz gut, das ist mir auch Ja, das aufgefallen. tut er aber richtig. Alter, die 1,7 Tonnen drängen sich nach außen. Ja, Kann die wollen nicht man Berlin. diese 1,7 Tonnen Fahrzeuge wieder weglassen? Dann haben wir ja gar Ja, keine genau. Autos mehr im Spiel. Vielleicht machen wir einfach, Dann editieren wir halt die eben die Dateien. schlecht fahrenden Nee, Fahrzeuge. wir machen dann, die editieren wir und dann machen wir eine Tonne leichter. Eine Tonne leichter. Ja, da! Genau! Da 700 Kilo statt 1700. Ja, aber dann, aber wenn der jetzt schon mit 1,7 so dann so fliegt, wie Ah, viel ist da ja! mit einer mit ein wenig mit einer so wenig? Ja, Dann werden ich wir dann will's. sehen. Machst Ich du dann weiß einen nicht, ob man das. kompletten Flug? Dann werden wir dann Wahrscheinlich. sehen, ne? Mondlandung. Dann werden wir sehen, wie weit die Strecken hier halt erstellt worden sind. Warum fliegst du jetzt so scheiße? Ach, das ist doch. Ach, komm mal zum Meter nicht dran, ey. Machst so viele Fehler. Kann doch nicht sein, Auto. Ich weiß ja, dass du scheiße bist, aber so scheiße, meine Güte. Es ist cool, ein bisschen besser kriegen diesmal. Komm schon, komm rum. Oh, Mann, wieder fast vorgefahren, ey. Meine Trompete muss er kriegen. Ja, wo fahre ich denn lang? Hilfe, ich hab einen Baum. Oh, der Baum. Resette dich doch mal. Drück auf den Reset-Button, Der Baum oder du? Ich wollte mich resetten, ja, wenn der Baum sich resettet, ne, dann. Ja, das ist nicht schlecht.
Solange der Baum blinkt, ja, kannst du durchfahren. Der resettet sich dann auf die Straße, so was du wieder kennst. Naja, es gibt zwar die Schilderbremse, ich bin nicht zur Seite, aber wie jüßt mir, was sagst du? Der Baum denkt sich so, cool, ich kann mich jetzt resetten, ich stelle mich jetzt mittendrin rein. Einfach weil ist so. Ja. Die gemeinen Bäume in HP2. Oh, der war gut. Na, Tomete, wir sind wieder hier und machen ja eigenes Rennen hier, ne? Irgendwie machen wir alle unser eigenes Rennen, habe ich das Gefühl. Na gut, keine Ahnung, wie weit ich wieder mal hinten ja, bin. Ja, ihr drei sowieso da vorne, ist ja nichts Neues. Nee, jeder für sich macht sein eigenes gerade. Ach so, ja, ich bin mit Tomete hier. Warum haben wir eigentlich einen Rennplan? Jeder fährt doch irgendwie, kann man fast sagen, wie sowas wie Singleplayer. Ja! Mal verkacke ich diesen Kacksprung hier. Ich auch. Am ersten Mal bin ich da voll abgesegelt. Ja, meiner kippt immer um. Kippt's um? Ja. Wow, okay. Bin mit 190 da rumgekommen bei der ersten Kurve. Ich glaube, das war nicht schlecht dann, ne? Nie drauf geachtet. Hört sich aber schneller. Das war meiner Meinung nach verdammt schnell. Aber ich glaube, das kriege ich nicht nochmal so hin. Ja, ist eh die letzte Runde, also von daher. Ja, stimmt. Nicht drin! Oh Mann. Muss es ja nicht normal können. Ja. Nicht diesen Rennen hier. Oh, könnte ich jetzt wenigstens in dieser letzten Runde, die jetzt ganz gut geglückt ist, gleich den großen Berg vernünftig in dem Auto. Ohne dass du umkippst. Es wäre wirklich sehr schön. Das Auto sagt nee. Ich hoffe, das ist diesmal erziehbar. BMW senkt sich so, nee, ich kann's nicht erziehen. Noch das, was ich will. Ja, die Autos so ein Dialekt, ja. Ja, genau so. Sie können genau so. Er kippt schon wieder, aber nicht ganz so schön wie sonst. Aber es kostet trotzdem Speed. Oh, und nochmal komplett stehen geblieben und reset. Dieser Berg ist echt schlimm hier mit dem Auto. Na, trotzdem 1,42,46. Das war besser als beim Üben. Tatsächlich. Oh! Ja, irgendwie habe ich da den Berg nicht so, als dass man da dauernd abfliegt in Erinnerung. Immer umgekippt, außer in den ersten oder den ersten zwei Runden, keine Ahnung, aber immer rechts zur Seite gekippt. Ja, doch, du bist nur abgeschüttelt. Ja, in den mittleren ging's, aber bei dem ersten bin ich, naja, nicht ganz stehen geblieben, aber fast beim letzten komplett stehen geblieben, wie seit. Ah, ja. Aber jetzt war ich mir viel zu langsam, ey, für da vorne. A46. Moment, wieder gemutet? Anscheinend ja. Naja, das Knacken war ja zu hören. Ist er gemutet? Und das Stevie kommt. Stevie! Wie immer, ja. Du bist Dritter. Oh, diesmal war es richtig. 4 Sekunden hattest du diesmal, Diebster. Das ist ja. Was? War das? Ja. War das? Nee, ich war besser als Kirsch in der Rundzeit. Ah, ich war besser. Ich glaube, jetzt nicht mal die beste Rundzeit. Was? Gleich besser. Ah, nee, Rundzeit war Diebste auch besser. Ja, 2 Sekunden. So, jetzt will ich mal. Ich glaube, die dritte Runde, die hat. Ja, Asak ist auch glücklich. Asak ist auch glücklich. Jetzt, seitdem er raustappen kann, tappt er jetzt raus, ne? Natürlich. Ich muss ja wissen, ob Asak glücklich ist. So, Jetzt kommen die schnellen Autos, ne? Oh, what? Jetzt ist wieder Aufnahme kaputt. Und jetzt kam, glaube ich, F1, oder? Ja, F1 LM. LM, ja. So, Alpine Trail haben wir jetzt. Alpine Trail. Wo ist er? Da ist er. Ich glaube, den hat man noch nie bisher. Jetzt gleich dreimal. Ich mag den nicht. Vorwärts. Ist wieder zu schnell, die Kiste. Ja, und so, aber witzigerweise. 8 Runden, einmal mit 8 Runden, einmal wieder mit 8 Runden und dann mit 8 Runden, das heißt, ich werde wieder Letzter. Ja, gut, aber der ist ja, die ist kurz, die Runde.
Ja, aber trotzdem, die 8-Runden-Rennen, die sind immer... Ja, anstrengend. So, weiß jeder Bescheid, oder so. Muss ich nochmal sagen? Stevie, Tomete. Dann war, glaube ich, Diebstahl, ne? Ja. So, ich hoffe, ihr habt alle die Mod installiert, dass wir verschiedene Farben haben können. Ja, ich verinkle. Oh ja, das wäre natürlich hilfreich. Nach Diebstahl war ich, oder wie war das jetzt? Ne, Diebstahl habe ich noch gar nicht. Der hat schon gewählt. Haben nicht schon die beiden? Ich habe noch keine Anzeige hier, deswegen. Ein Tomete hat. Ich hab. Jetzt müsste eigentlich Diebs da. Naja, ich hab's nicht gesehen, deswegen. Also Dieb. Ja, ich hab's nicht gesehen, deswegen habe ich jetzt gefragt. Oh. Genau, jetzt bin ich dran. Genau, ja. jetzt der Kirschsalat. So, deswegen habe ich nochmal gefragt zur Sicherheit. Nicht, dass ich hier wie der Erste bin oder so. Start Wave. Ah. Dann geht's mal los mit der Showse hier. Sind immer noch sehr viele Orangene dabei. Ja, sehr viele. Ja, ist ja auch, dein hat doch auch eine Orange, also. Ne, es sei denn, ich hab ein Farbpaket. Ich hab ein Schwarz. Ich hab ein Rot. Eben hab ich noch gefragt. Ich hab bei dem Orangenen so ein Skin-Paket drauf, so wie Dennis, ne, Dennis? Ja, wir haben Flammen auf dem McLaren. Richtig. Ne, ihr habt Orange. Diesbezüglich, ich glaube, wenn du das Paket drüber machst, sind halt die Flammen, glaube ich, weg und das will ich nicht. Ja klar, wären die dann weg. Naja. Vierter, nee, was sonst? Ich finde auch scheiße, dass das nicht Server-Side ist irgendwie dann... Ja, das ist richtig scheiße, ja. Das ist ja cool. Wenn man alle Farben machen. Ha, ich hab's geschafft, den Weg nicht zu nehmen. Aber jetzt richtig auch genau nur, oder falsch? Nur weil du uns hinterhergefahren bist, Mann. Ah, oh Gott. Das war natürlich völliger Crap jetzt. Ja, das auch. Hier bin ich voll gegen die Wand gefahren. Aber nicht so schlimm wie mein Verfolger, wenn man das war. Was ist denn hier gerade für eine Kacke? Das Coole ist ja so, die KI nutzt die anderen Skins, habe ich gesehen. Bitte? Selbst die KI nutzt die anderen Skins im Singleplayer. Aua! Ja, okay, klar, ne? Wenn die da sind, ja. Ja klar, wenn du sie hast, dann nehmen sie die auch. Ja. Warum sollten sie nicht? Fuck, ja, will ja nicht. Die KI weiß ja nicht, welches da wäre, wenn, ne? Ja, ich weiß ja nicht. Schon. Vielleicht haben die ja so programmiert von wegen... Nutze. Dieses Auto hat nur einen Skin, dann nehme ich das. Kann ja sein, deswegen... Nee, es gibt ja keine Regeln, welches die KI nimmt. Die nimmt halt das, was da ist. Weiß ich ja nicht. Ist halt, die hat mich halt erfreut. Natürlich. Oh nein, das wird... Oh Gott. Wo bist du denn gefahren? Das frage ich mich auch. Er ist für mich wieder gerade ausgefahren. Du bist ja komplett... Du wolltest wohl nicht die Abkürzung nehmen. Du wolltest rüberziehen, du bist erstmal gegen die Wand gefahren. Was? Diemen und Ritter? Ach... Dieses Demon, ja, komm her. Das fängt wieder an, er hat ja geübt. Da war nur ein Rennen, ne? Ja. Wahrscheinlich hat er den BMW Rennen nicht geübt. Wow, was hab ich gemacht zur Hälfte? Ach, wieso kriegt die Kurve nicht so gut, verdammt. Ah, oh, deswegen komme ich da nicht hinterher, ey, denn da vorne, das nervt mich. Nur vierter Platz ist doch Blech. Mal gehen, wir haben auf fünfter, weil Jonas auch noch besser ist als ich. Ach, erstaunlich, an der Stelle bin ich glaube ich doch nie gecrashed mit dem Auto. Ach, dafür bin ich jetzt hier gecrashed, weißt du. Ach, zum Glück. Abgeflogen. Ja, ich merk's auch schon. Aber da ich gerade wieder mal Ping-Pong spiele, bist du gleich. Nee, wenn man die einmal genommen hat, den Weg, dann war's das. Ja, wir sind erst in der vierten Round. Schlimmer. Ich bin schon in der vierten Runde. Ja, das ist echt kurz, die Strecke.
Ah, hier sind über alle Berge nach den ganzen Crashes, die ich da hatte. Meine Güte nochmal. Ah ne, da vorne sind sie ja. Zumindest tauchen sie eben ganz kurz auf der Map wenigstens wieder auf. Nein. Ja gut, wenn ich Glück habe, kriege ich Stevie noch, aber mit Diebster hat sich das definitiv erledigt. Naja, ich war auch nicht fehlerfrei. Ich war nicht fehlerfrei. Ja, selbst wenn ich fehlerfrei fahre, ich habe diese Doppelabkürzung da wieder genommen, ich Idiot. Was? Also einmal in der ersten Runde, okay, warum nein, nicht? Nein, es war in der... Nee, in den ersten... Die ersten drei Runden habe ich ja die nicht genommen und in der nee, vierten... Nein, in der dritten hast du sie genommen. Nicht. In der dritten auf der vierten. Aber warum? Weil man weiß eher denkt, dass zwei Abkürzungen besser sind als eine. Nee, deswegen nennt man immer die zwei. Der Witz ist ja, aber man weiß von ja, dass eins auf zwei. Nee, das weiß man. Ja, das muss man erstmal rausfinden. Und ich hab's ja auch nicht gewusst, deswegen. Nee, ich weiß das ja. Ich bin halt nur irgendwie von dran denken, ja. Genau. Hallo, von eins auf zwei und zwei auf drei hat er immer einen in der Nähe gehabt, dass er sehen konnte. Ah, genau, der ist ein mit Dreier gefahren. Weiter vorne. Und dann kommen die alten Reflexe wieder durch, ja. Aber ich baue so viele Fehler, er kommt komplett wieder ran, ey. Ja, bis die Abkürzung dann wieder da ist. Nee, ich hab's nicht genommen, obwohl keiner in meiner Nähe war. Besser woanders gegen. Ja. Ja. Und das Spiel wollte mich in die Abkürzung da wirklich wieder reinziehen. Das ist nicht zu glauben. Ja, so von wegen, komm her! Ach nee, komm her! Ja, aber nicht im ersten Abschnitt, im zweiten. Ich weiß gar nicht, wie man da irgendwie im Ansatz hinkommen soll, aber irgendwie... Ach, was mach ich denn hier wieder? Ja, die Feuer gegen Baum. Ja, so würde ich auch Jonas mal nicht kriegen, wenn er nachfährt. Bei Lord weiß ich auch nicht, der ist auch manchmal, das ist nie ein Wahnsinn, fährt er. Bei Lord ist das ja so ein Phänomen, entweder er, wenn ich besser bin als er, dann ist es eine ganze Menge und wenn nicht, dann ist das auch eine ganze Menge. Ja, so ein Zwischending gibt's da bei euch wohl nicht. Dann fährt er mit Jonas mit vorne, also Lord. Wenn ich besser als Lord bin, dann auch richtig. Ja, dann ist er auch Letzter oder so. Weißt du, sagt ein Diebster, der komplett bei dieser Nebelstrecke letztens keine wirklichen Probleme hatte, oder was? Ja, die ging irgendwie seltsamerweise, stimmt. So, ich nehme die Abkürzung wieder nicht. Ja, cool. Der wird die Safe irgendwann nehmen. Ja, zum Beispiel in der letzten Runde. Ich habe sie ja schon genommen, diese Runde, das ist das Problem. Also, dieses Rennen. Ja, aber nicht nur einmal, ne? Nee, nur einmal. Ach so, ich dachte, zweimal. Gut, wenn ich wieder... Diese Rundenzeit, ey. Komm da rum. Rundenzeit wirklich mies heute. War schon mal besser, ey. Aber wir haben die Strecke heute nochmal, glaube ich, ne? Ja. Witzigerweise schon wieder mit dem LM. Nur gemirrt. Ja, echt. Hier ist ja gewonnen. Immer. Außer eben, na, und der Dritte. Mann doch. Oh, das war aber Tom. So knapp. Gut rangekommen, Liruti wieder, aber ich hätte mehr Runden gebraucht. Aber mehr als acht geht nicht. Ja, ich glaube, eine weitere hätte mir schon ausgereicht. Na gut, ich weiß nicht, ob man mit deiner ach so lieben Cheat Engine die Zahlen hätten erhöhen können. Nee, das kann man schon, aber ASIC, der lockt es dann nicht mehr. ASIC macht nur 8 Runden. Ich könnte ja auch 9 einstellen zumindest, aber ASIC macht nur 8 mit.
Wahrscheinlich hätte man... Bei HP2 komme ich auch mit der Cheat Engine nicht ran, weil ich mit dem Multipointer-System nicht zurechtkomme. Wahrscheinlich hätte man für mehr als 8 Runden bei ASIC einen horizontalen Scrollbalken gebaut und gebraucht und dann lieber nur 8. Ja, aber gut, wer rechnet denn damit, dass man da mehr machen würde? Na, im Spiel kann man 9 einstellen. Ja. Also die eine Runde hätte er auch echt noch hinzufügen können. Moment, der letzte? Ja. Wie gesagt, und soweit du einmal den scheiß Weg da genommen hast, war's das. Und das war ja Tomete. Und ich hab ihn überrundet. Das war die Rache für den Bus. So, Zeitenvergabe. Stimmt, oh Kirsch, Gott, Kirsche hat, muss jetzt statt den CLK jetzt den Bus fahren. Ab jetzt immer den Bus, ja. Unter 1-1 hat Kirsch hier, nicht schlecht. Boah. Ja, ich hab Training Sekunden überhaupt lang, mal. 5 Sekunden lang, da bin ich, ey. Krass, aber du so die Zeit rausholt. Was ist das denn bitte? Meine Runde ist sogar besser als von Stevie und bei Diebster. Was ist das? Ich ASAC-Rekord ist 1,150 und ich bin hier in diesem Rennen 1,150 gefahren. Eine Sekunde schneller war ich als du. Die eine Runde, die Abkürzung da, die macht sehr viel aus. Ja, das, ja, ist, ja das, ist, total, geil. Das ist ja mal echt geil. ASAC-Rekord 1,150 und in diesem Rennen 1,150 gefahren. Das ist gut. Das ist lustig. So, jetzt kriegen wir nochmal so eine Herbststrecke, ne? Baldwins. Baldwins. Zwei Runden mit dem CLK GTR. Baldwins. Rückwärts und gespiegelt machen wir das. Nur vorwärts erstmal. Nach Baldwins? Nee, nee, Quatsch. Erstmal vorwärts. Nach Baldwins fahren wir. Baldwins. Ja, so. Ja, fahren wir dann mal zurück an die Strecke. Genau, vorwärts. Rückwärts und gespiegelt, so. Wir haben jetzt abgeholt und bringen es zurück oder so. Ja, aber immer das gespiegelt funktioniert, keine Ahnung. Mit der CLK. Mit der CLK. Aber den gibt's ja in Pink, das ist cool. Stimmt, den gibt's in Pink, ja. Die, wie du hast. Mhm. Na, muss ich auch in Pink fahren, ne? So, wenn nach Hiruchi war ich, glaube ich, ne? Jetzt will nur dich daneben und dann bin ich glücklich. Dennis, du. Okay, jetzt noch Kirsche, genau. Aber ob das in dem Spiel so gut klappen würde mit dem Nebel, weiß ich auch nicht. So. 2 Runden nur. Und danach fahren wir nochmal 7 Runden. Aber innerhalb, ja, aber halt im Pink. Also, ich bin glücklich. Ja, ist zu erkennen auf der Karte und auf dem Fenster. Ich sehe nicht so viele Autos hier. Oh, ich sehe nichts. Oh Mann! Oh. Warum habe ich mich denn jetzt gedreht? Ich bin jetzt voll weggeflogen, weil ich nichts gesehen habe. Aber halt echt. Hör auf zu rutschen und fahr da rum. Wer fährt den Pinken? Ja, rate mal! Achso, ja, Pink? Gut, war ja eigentlich klar. Ich sehe hier noch keinen Pink. Ja, du hast das Fahrpackage halt nicht. Das ist richtig. Ja, wir haben andere Farben. Eben. Wenn das mit unserem zusammenarbeiten würde, wäre das ja das kleinere Problem. Ja, also wenn ihr wollt, kann ich das machen, dass euer Farbe von 1 da reinkommt. Wenn du dich damit Maßnahme. Wenn du dich damit auseinandersetzen kannst, dann mach das mal. Ja, dann schick mir das Package, was du hast für LM und CLK. Er hat das gleiche, was ich hab. Ja, dann schickt mir einer von euch beiden das Package, egal. Ja. Sowohl LM als auch CLK? Ja. Ja, auch die anderen Autos. Oder hast du noch ich weiß nicht, was du alles fertig hast, keine Ahnung. Nee, rum. Den Porsche wollte ich ja noch machen, aber habe ich noch nicht weitergemacht. Irgendwann aber kommt der halt mal dran und dann ist richtig. Ich könnte dir einfach meine komplette Cars-Liste geben, wenn du willst. Ja, die beiden Ordner von den beiden Wagen würden reichen. Aber du hast doch nicht alle Autos modifiziert, oder? Das ist doch nicht die Möglichkeit. Nee, ich habe nur LM und CLK. Was ist denn da, Dämon? Ich mach mal wieder nur Bullshit. Wenn du es halt damit hinkriegst, Kirsche, wäre schon cool. Ja, das ist eigentlich kein echtes Problem. Weil ich würde halt schon, weil man kommt ja selber so nicht mehr an die dran, ne, leider. Und man will sie logischerweise dann auch nicht verlieren, weißt du? Ist doch zum Kotzen, ey. Mach ich denn immer? Na, eine Runde vor Dämon, jetzt kann ich auch in die Rente gehen, ne? Was mach ich denn immer? Warum bist du da hin? Oh, scheiße. Hab ich nur gedreht.
Da die kam Alter, warum drehe ich mich denn hier immer? Da die kam mit dem Quest noch durch, aber leider nicht. Okay, mein Gott, mich für Setten wäre schlauer gewesen. Der größte Albtraum überhaupt, den ich hier fahren konnte. Wahrscheinlich hast du es trainiert. Kirsche? Ja. Erinnerst du mich denn nachher nochmal dran? Ja. Mann, wie ich mich kenne, vergesse ich das, weißt du? Und da es ja ohne Malen geht, also nur vorhandene austauschen, müsste das in einer Viertelstunde oder so erledigt sein. Okay. Wie gesagt, ich schick's dir später, gar kein Ding. Ach man, wieso kriegt die Kurve nicht? Wobei, die Sache natürlich ist, für uns macht das ja keinen Unterschied, wenn ihr immer den mit den Flammen nehmt. Wir sehen sie sind immer orange, also... Wir sehen euch ja nicht. Ich kann den auch auf eine andere Farbe machen. Ach so, ja gut. Ich hatte jetzt in der Tat vor, den auf orange zu machen, aber... Ja gut, Aber dann würden so die wie der von Demon und Stevie aussieht, macht das keinen Sinn, das auf die Orange da anzuwenden, absolut nicht. Wie gesagt, ich schicke ihm das, er wird sich da wohl schon was einfallen lassen, der GEMA. Na gut, das müsstet ihr sagen, wie ihr es am liebsten haben wollt. Wenn ihr wollt, dass alle anderen Autos, die keine Skins haben, die wählen ja das Orange aus. Und dann würdet ihr die mit den Flammen sehen. Wenn ich die jetzt woanders als Orange mache, würdet ihr die nicht mehr als Flammen sehen. Boah, war das horrible, echt. Oh, schon wieder Fünfter, das ist doch scheiße. Ja, aber auch nur, weil ich mich mal wieder an einer Einstellung einfach gedreht habe. Mann, war das schlecht. Ja, geh ich erstmal pissen hier. War es auch. Dass immer die Leute im Renntag aufs Klo müssen. Geht doch mal vor, bevor wir alle fahren. Besorgt euch eine Flasche. Das war so schlecht, ey. Mann. 3 Minuten Unzeit, das war so schlecht. Das war mal richtig schlecht. Boah, ich war so lange mal zummiert, ey. So, was haben wir jetzt? Rückwärts gespiegelt, ne? Ja, und den ersten. Ja, rückwärts gespiegelt. Und den Aston Martin. Jetzt dürfen wir ja warten. Jemand ist ja jetzt mal wieder Piesel. Und das war. Du gehst ja nie am Anfang, bevor wir fahren. Ich verstehe das nie. Ja, hatten wir ja langes Rennen und da kommen ja lange Rennen. So, 7, 8 Sprint, 5 Sprints. Ja, 7 und 8. Ja, das dürfte das längste jetzt sein, ne? Obwohl es auch Klasse 2. So, Vancouver. Ja, aber wir müssen noch warten. Ja, mach doch schon mal Auto. Ich fahr mit dem Bankfisch. Die Mühe hat gerade kurz geruckelt, fand ich auch interessant. Welche Farbe sind irgendwie alle so komisch bei denen? Ja, es fehlt Pink. Nicht mal Herbstbraun. Ja, Kirsch, du musst mal einen pinken Skin für alle Autos machen. Ja, das ist Arbeit. Herbstbraun. Ja, dann halt nicht. Für alle Autos. Ja, alle Autos brauchen Skins. So, ich nehme an, ich bin dran, ne? Ja. Hat Stevie so gewählt? Okay. Ja, jetzt sehe ich es auch. Das sehe ich nicht immer, es ist ein bisschen blöd. Ja, diese Anzeige links oben, die sagt, wie viele Wagen gewählt sind, die ist meist viel schneller, da kannst du dann auch. Ja, aber selbst die habe ich nicht mal gehabt. Das war das Problem. Okay. So. Mal gucken, oh, wie läuft. Ich schreibe gleich weiter. Guck mal, für Forscher wieder vorgehen. Ja, aber irgendwie anders. Oh, warum fahr ich so ein Mist raus? Mann, was war das denn jetzt? Die hab ich gar nicht gekriegt, den Tunnel. Ja, das wäre mit einem pinken Auto nicht passiert. Ja, das glaube ich auch. Weißt du, eigentlich muss ja, wir müssen diese Sponsoren hier reinfügen, wie bei Nice mit Canix und so. Das wäre aber scheiße, dann müsste ich ja immer Canix fahren. Wäre sogar möglich, wenn man es reinsetzt. War da eine Abkürzung, die ich nicht gesehen habe? Also ist es nicht, ne? Es wäre möglich. Ach, Dennis. Was? Wie handhaben wir das jetzt eigentlich? Werden wir jetzt in Nice 2 die neuen Autos da auch nehmen? Oder wie machst du das? Die neuen das Autos kommen, ja. Welche neuen Autos? Ich muss bei dem einen Auto noch den Doppelordner anpassen, das habe ich immer noch nicht getan. Welche neuen Autos? Ihr bekommt neue Autos noch.
Wo? A nice. A nice. Machst du daraus eine Echse oder wie machst du das für die? Ja, die könnt ihr auch anpacken. Da musst du das nur zukommen lassen, allesamt, ne? Ja. In den Autosordner den Inhalt anpacken und dann habt ihr das schon. Weißt du noch, welches Auto den Doppelordner hatte? Was? Ja, irgendeine der Teilen hatte doch einen Doppelordner. Du hast mir letztens, damals, wo du es gesehen hast, gesagt, ich soll das anpassen. Da war der PC schon raus und seitdem habe ich es vergessen. Irgendwas ist doch verpackt auf Doppelordnerbasis, was nicht sein soll. Ja, das ist doch für die uninteressant. Pack das ja selber. Ja, aber ich hab die Autos ja so schon drin. Das meine jetzt. Weißt du? Ja, wenn du es noch nicht ja, musst Scheiße. Du dann noch machen bei dir. Wenn die funktioniert, aber die Frage ist nur, welches Auto das nochmal war. Ich muss wohl jedes Auto mal checken, wo das vielleicht sein könnte, was? Ich glaube, der BMW war das. Oder ich scroll mal durch unsere Konversationen durch. Ja, wow, ich steuere halt noch mehr. Waren aber, glaube ich, nur 4 oder 5 Autos, ne? Ne, da waren schon ein paar mehr. Ne? Na klar. Ach, nein, ah, Mann. Alter, ja, dong, dong, zickzack. Ich wollte dir nachmachen. Ja, ich bremse, wie du gesehen hast, ich hab schon abgebremst. Lass mich ganz allein hier vorne, ja. Oh, Diebster fehlt der Nebel. Nein. Ja, ich Nebel auch mal vorletzter bei NFS4. Ich hab die Nebel weg und dann bist du ein zweiter. Das mit dem Nebel war echt spannend bei Diebster. Da bin ich ja viel besser fahren will mit Nebel, weiß ich nicht. Weißt du, wir müssen ihnen so Skin-Pakete fertig machen, wo einfach so keine Ahnung, so was Nebliges wirkt oder so. Da muss ich jedes Mal bremsen an der Kurve. Oder eine Brille mit Milchglas. Ja. Oder er muss vor seinem Monitor, keine Ahnung, so. Sowas irgendwie drauf. Ja. So eine Folie einfach irgendwie. Ja, aber dann ist ja durchgängig einheitlich nebelig. Das ist ja blöd. Aber du hast den Nebel. Ja, gut. Und dann siehst du ihn nur noch. Erster. Aber ihr habt ja freie Sicht, das ist das Problem. Im Vergleich. Ihr habt freie Sicht, das ist das Problem dann. Es scheint Tiering zu haben, obwohl ich das nicht übernommen. Was, Tiering? Der verdammte Berg. Ja, was mach ich hier wieder, ey? Ich muss später mir nochmal die Settings anloggen, glaube ich. Ach ja. Der Berg mag mich nicht. Was will ich das Musik gerade, ne? Ja, das ist. Alarmstufe rot, ne? Ja, kann gut sein, ja. Da wird Musik. Alter, ich fahr schon wieder. Kurve rein, gedong dong. Darf diese ab? Ich darf nicht. Ach, die auch jetzt sein. Hey, wieso hören wir die ganze Zeit hier? Das ist wirklich Hymne. Hymne. Ja. Da führt den Aston Martin halt. Aha. Ja. Ja, ist Bond und so, ja, meinst du? Ah, ja, genau. Ja. Der war immer im Kalten Krieg damals. Meinst du, der Farbe passt das ja auch, die ich hier habe? Ich habe meinen Aston Martin in Braun. Ja. Braun waren doch die Nazis! Jetzt wissen wir also, Roten. Wie das bei Dennis so ist. Roten waren die Kombis. Warum muss ich da immer bremsen bei der Rechtskurve? Muss ich das auch, Kirsche? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe vom Gas, aber letztendlich ist es dann wahrscheinlich dasselbe. Wobei ich glaube, James Bond hatte den auch nie in einer anderen Farbe als Silber oder Grau, den Aston Martin, oder? Oder generell Aston Martin. Glaub nicht, aber die letzten Bonds nicht gesehen.
Ah, komm, bleib Grip da. Ich hab die letzten James Bond Filme nicht gesehen, keine Ahnung. Bin irgendwann ausgestiegen in den 90ern. Ja, so ähnlich geht's mir auch. Ja gut, in den 90ern hatten sie auch aufgehört, gute zu drehen und haben dann erst beim Vorletzten wieder damit angefangen. Ja, diesmal habe ich den Bash halbwegs besser bekommen. Ich bin eigentlich schon bekannt, wer der neue Bond sein soll. Ich nicht. Eine Frau! Daniel Craig will ja nicht mehr. Wird eine Frau bestimmt. Das wär's ja noch. Eine Frau jetzt James Bond, was ja. Naja, es geht ja um 007 allgemein. Wie willst du denn den Namen weiblich machen? Ja, Jane Bond. Jane oder Jamie oder irgendwie ja, sowas. Jane Bond heißt es dann. Bond, Jamie, Bond. Ja gut, Jamie ist ja glaube ich so geschlechtsneutral, das stimmt. Ob die das bei der dann auch so fortsetzen würden, dass die so viele, sexuelle Kontakte hat, sage ich jetzt mal. Aber dann in die männliche. Ich glaube, als Frau ist es einfacher, Männer dazu verführen, die nur einfacher, andersrum. Oder die machen es so von wegen Political Correctness und so, dass die Jamie Bond dann eine Lesbe ist oder so. Na, das ist ja Political Correct. Nee, bisexuell. Einfach. Puh, will ich auch nicht ausschließen, also. Ja. Dann gibt's ein Bond Girl und ein Bond muss hier nur ein Bond Man. Gibt's ein Bond Girl und Bond Man pro Film? Das ist doppelte Promo, ist ja cool. Nee, da bin ich ja echt gespannt, wie das dann wird. Das ist ja auch eine ziemlich chillige Musik hier. Ja, passt aber zum Rennen. Das ist Doom. Ja, trotzdem chillig. Hätte ich jetzt nicht vermutet, dass das Doom ist. Jutta? Hätte ich nicht vermutet, dass es Doom ist. Ich würde auch bei Doom bleiben. Also Dune war ein anderes Spiel. Nein. Dune ist aber auch gut, also... Ja, ach ja, ich meinte dich doch. Doom, ja, ich sag mal Doom, keine Ahnung, wieso ich Doom sage, weiß ich nicht, gute Frage. Oh, was war ich denn hier? Mal sehen, ja, das sah ja spannend aus. Nur 80 Grad gedreht und rückwärts über die Ziellinie gefahren, über die Ziellinie gefahren, ey. Ja, wenn es die letzte Runde gewesen wäre, wäre es cool. Ja, aber war nur die Runde von 4-5. Also entweder ich fahre heute erheblich schlechter als sonst, oder Diebster fährt erheblich besser. Ich weiß nicht. Hat der dich gerade gesagt, er ist rückwärts über die Ziellinie gefahren? Ich hab Gefühl, ich fahre genau dieselbe Scheiße wie sonst auch. Okay, dann wohl Ersteres. Ja, das grüne Auto bin ich los. Das ist ja schon mal erleichternd für die Nerven. Das war bestimmt eine Route, schätze ich mal. Also ich sehe überhaupt keinen mehr auf der Karte. Vor mir, hinter mir, alles weiß. Das ist das Problem, sonst sehe ich dich immer auf der Karte. Aber wirklich auch Singleplayer fahren her. Wir brauchen hier ein paar Cops, die Spieler von außen auf ausgrenzen. Ja, kann HP2 nicht. Das ist ja doof. Das ist eigentlich echt scheiße, dass das nicht geht, aber naja. Ja, da musst du aber. Was hat passiert heißt, ist das scheiße. Das stimmt. Im Online kannst du es halt eben nicht. Aber du müsstest dafür halt eben auch Collision anmachen, ne? Ja, wär's halt so. Ja gut, wenn es im Singleplayer auch nicht gehen würde, nur mal angenommen, dann würde es sicherlich nicht HP2 heißen. Nee, genau. Ja. Bei NFS3 kannst du mit Cops fahren. Ja. Genau. Das jetzt, die packen dich an und dann kannst du den Rest des Rennens nicht mehr fahren. Dann müssen wir das jetzt spielen. What the fuck, was sollte das denn jetzt? Ey, Diebster, in welcher Runde bist du? 5? Okay, da bist du nicht so weit vorne. Achso, ja, doch, ich seh dich wieder. Jetzt seht ihr mal kurz, ja, habt ihr mal kurz gesehen. Ich dachte mir, ich nehme mal lieber eine Wand und dreh mich mal im anderthalb Mal, damit ich bloß nicht rankomme. Hat wohl funktioniert. Oh, heb mich mal ab hier mal vom Tunnel, ey, was hast du denn Mist?
Hier plötzlich mal ab vom Tunnel, ey, das hab ich gehört. Mann, einmal fahr ich 180 Grad, jetzt fliege ich über die Ziellinie. Was mache ich als nächstes? Auf dem Dach wäre nicht schlecht. Ja. Wetter dann auf dem Dach wie dieses. Wie bei meiner bei einem Need for Speed Stream derzeit, dieses eine Auto da. Nürnberger. Ja, das ist genial. Das ist super viel Pega, ja, ja. Generell die PPega-Mod. Hast du die auch schon angefangen? Nee, doch nicht, aber die ist echt. Kannst ja bei mir bald weiter schauen. Ich denke, was morgen stream ich sie, denke ich mal wieder. Ja, morgen werde ich das mal gucken, dann auch. Hattet ihr alle schon gesehen, wie die Tutorials da sind? Das fand ich eigentlich am geilsten. So wie früher die Tutorials auf YouTube. Editor auf laute Musik an und dann reingeschrieben. Bis auf das Tutorial für. Der Power packte einfach nicht. Für Drag Races. Die CBTs. Und warum? Weißt du, was das Beste ist zum jetzt? Leider bin ich schon gespoilert, wie die eine Cutscene ist bezüglich, wenn Cross sagt, von wegen alle Einheiten und sie doch fragt, wirklich alle? Weiß ich leider jetzt schon, was bei der Cutscene passiert. Na ja, gut, dann lasse ich mich mal überraschen. Also, ich fand's witzig. Da ist sehr vieles witzig in der Mod. Die Cutscene ist erst recht. Die sowieso. Aber auch von den Autos, die sie da einbauen und alles, das ist schon. Ja, die haben jetzt letztens eine Umfrage im Discord gepostet bezüglich allen Autos, ob sie bleiben sollen, ob man sie buffen oder nerven soll. Also wird da, denke ich mal, das nächste Update ein Update für die Autos werden. Hätte ich nichts dran auszusetzen. Aber es kann sein, dass viele genervt werden, kommt davon. Weil es gibt Fahrzeuge, da bist du dann doch schon ein bisschen OP. Ich erinnere dich an das Trackmania-Fahrzeug. Ja, ja, das ist wie ich da durchrasen konnte, ohne teils abbremsen zu müssen. Ne? Das ist schon sehr heftig, ja. Nee, aber so rein prinzipiell hätten sie es drin lassen sollen. Wobei, wenn man mal ehrlich ist, für ein Trackmania-Fahrzeug ist das noch extrem langsam. Ja gut, aber da, das ist halt, ich glaube nicht, dass du in Need for Speed Most Wanted diese Geschwindigkeit irgendwie auf die Straße bekommst. Naja, höchstens da auf dem Highway, glaube ich. Ne? Aber es ist einfach nur cool. Ich freue mich, die echt durchzuspielen, sage ich dir. Wobei, ich glaube, Kuro, der spielt noch mehr Trackmania als Need for Speed, oder? Wer? Kuro, der. Nee, der hat keine Ahnung, wie oft zum Beispiel Most Wanted durchgespielt. Ist der nur. Ist die Pegamon. Hat der was anderes gehabt aus Most Wanted und Need for Speed? Kann übrigens sein, dass sie sich irgendwann jetzt auch an Carbon wagen und da auch eine PPGA Edition bringen wollen. Worauf wollen die eine PPGA Edition bringen? Für Carbon. Ach so, das wäre auch lustig. Nicht von Neues. Eventuell, aber erstmal hängen sie natürlich noch bei Most Wanted dran, ist das, ja klar. Das Kuro Trackmania spielt ja das erste Mal. Ja, dann habe ich den wahrscheinlich verwechselt. Also ich hatte auch mal wen gesehen, der immer so ausgetickt ist beim. Der sah relativ ähnlich aus wie Kuro. Kann sein, dass der das gar nicht war. Also aktiv spielt Kuro halt sehr viel Need for Speed. Der war nur Most Wanted bis jetzt, oder? Wie war anderes? Ja, also der macht sehr oft auch so Need for Speed Marathons. Und deswegen. Der werte Herr, der in Englisch streamt, aber aus Österreich kommt. Geht nur in Englisch, weil man da halt eher. Das hat noch nicht funktioniert, was sie machen. Er wollte auch mal wirklich in der Zieleinfahrt machen, aber hat nicht funktioniert. Wobei, der ist ja nicht der Einzige, der das dann auf Englisch macht. Das, ich weiß. Demon hatte doch irgendwie mal diesen Hater, der. Dem er gesagt hat, dass es nicht so toll ist, dass er auf Englisch streamt und ja, wobei ich dann hat der da Dislike-Bots und so eine Scheiße da gemacht. Ich wusste halt nie, dass Kuro eigentlich ich dachte, er wäre ein Engländer.
muss ich dazu sagen. Ach so, ja gut, ja. Nee, aber da gibt's hier etliche, die das dann so machen. Ja, natürlich. Wenn mein Englisch nicht so scheiße wäre, hätte ich das damals auch überlegt. Sehr ähnliche Rundenzeiten stimmen dort zwischen mir und der Ruti. Ja. Was sagt mein Arsak? Ach ja, freut euch, ne? Oh. Wir fahren wieder den LM. Verbessert. Ja. So, Server konfigurieren. Ja, ist immer abwechselnd. Ein schnell, ein langsam, ein schnell, ein langsam. Coastal Parklands. 8 Runden ja. Rückwärts. Coastal Park. Sag mal, Tomate, musst du nochmal aufs Klo? Nein. Nicht. Rückwärts. Sag doch am besten, Simon, dass es nur eine Runde ist. Ja, genau, einfach ab in den Wald nach jeder Runde. Wird schon klappen. Rückwärts, oh Gott. Du musst aber nicht rückwärts fahren. Also du kannst schon vorwärts fahren, nur halt, ja. Ja. So, welche Farbe nehmen wir jetzt mal? Ich bin auch der vor die ersten drei in der Startausstellung, die fahren vorwärts, ja nur rückwärts. Wie wär's schon? Ah, okay. Dann nehme ich mal so mit dem richtigen Zyan hier. Ihr wisst ja meine Farbe. Ach. So. Oh, Achtung, oh Crash-Gefahr. Ach ne, jetzt ist rückwärts, ne? Kenn ich gar nicht so gut, glaube ich. Ach, das war die Strecke, wo die ganze Zeit die Straße Risse hat, ne? Ja, bei uns hat sie Risse, ja. Komplett die Straße kaputt. Das ist, glaube ich, auch die höchst auflösendste Textur, ne? Okay. Ja, und Mediterranean Paradise. Die haben wir auch sehr hoch auflösend. Aber die hier ist doch, glaube ich, sogar noch ein bisschen höher als Mediterranean, oder nicht? Ja, nicht unbedingt. Mediterranean ist schon gut. Ja, wisst ihr, ist, dass ich ja damals diese Texturenarten gefunden habe und du erst einmal sagtest, nee. Und dann hast du mir die Telefon gesagt, oh ja. Ja, ich habe damals, ich glaube damals wirklich fürs Let's Play, ich habe das ja, wie gesagt, ja, das Let's Play, einfach mal so geguckt, was kannst du daran noch verändern, so ein bisschen, so, weißt du? Weil, klar, original so, so schön wie es ist, aber wenn man so ein bisschen was auch im Grafischen irgendwie kann oder so. Falsche Abkürzung nehme ich jetzt mal. Und dann hatte ich halt so andere Texturen gefunden. Ich weiß aber leider nicht mehr, auf welcher Webseite da in sich. Aber dann hat Dennis ja jetzt ja auch nochmal andere, ganz andere auch gefunden. Ja. Deswegen ja, HP2 dann doch seine Abwechslung jetzt drin hat. Ja, das ist recht, weil das ja auch hingekriegt hat, dass jede Strecke anders aussieht. Ja, das ist das Coole. Aber eine Strecke hat da die Standardtexturen gelassen. Doppelte Sunset. Ja, und eine noch. Eine der alten Strecken ist auch Standard. Der alten Strecken? Ja, die Herbstdinger da. Achso. Wieso sind das die alten Strecken? Ich dachte bestimmt nur, weil da die Texturen bestimmt. Was ist passiert? Bei Tropical Sunset mag ich diesen originalen Himmel viel zu gerne, als dass ich den jetzt ersetzen würde. Was war das denn jetzt? Wie ich hier hin? Jetzt bin ich stehen geblieben, Mann. Super. Hätte ich den Fehler nicht gemacht, hätte ich dich wahrscheinlich überholt. Ja, ich weiß nicht, was da hier passiert. Plötzlich blieb ich stehen. An Wand gefahren und plötzlich war ich auf Null. Hä? Na, kenn ich. Ja, irgend so und so. Das ist dieser, glaube ich. An irgendeiner Stelle der 0 km/h-Bug oder so. Ja. Das war jetzt doof. Ich war nämlich an die Route nämlich dran und dann. Okay. Also sowas hier. Weiß nicht, ob das. Ich wusste gar nicht, dass Coastal Parkland sowas hat. Ja, interessant. Ja, ich hab gut, da wann berührst du auch mal Wände, hä? Irgendwie nah am Tunnel da. Also am Tunnel entlang. Deiner Seite. Die Abkürzung, ja. Wenn du, am Ende. Ja, wenn du wieder für normale Strecke fährst, da haben wir das eben gehabt. Okay, naja. Spannend. Ja. Naja. Dann wird doch wieder Vierter. Voraussichtlich. Man weiß es ja nicht.
Bei mir ist alles wie immer. Ich habe einen Kirsche, der vor mir wegfährt, der Route, der zweite irgendwo hinter mir wahrscheinlich ist. Ja, der dritte meine ich. Der dritte, ja, ja. Also alles wie immer bei mir. Haben wir eigentlich heute auch die Apokalypsenstrecke oder heute? Was ist denn die Apokalypsenstrecke? Dennis weiß, was ich meine. Ja, Sonic Drive kommt vor. Ja. Mit dem HSV. Wir haben halt die, ja, dann passt das doch! Ja, das ist in der Tat. Wir haben auf der Strecke ist so eine sind so irgendwie Texturen drauf. Das sieht so ein bisschen. Also da willst du nicht leben. Endzeit. So bräunlich, ja, alles. Aber dann haben wir doch wirklich das passende Auto dafür. Ja, das stimmt. Also ja, wenn wir in der Endzeit alle HSV Coupé fahren müssen, ja, dann war es gar nicht so verkehrt, wenn dann macht ihr keine Endzeit. Deswegen ist es ja dazu gekommen, weil dieses Auto gefahren wird. Ja, aber ey, freut euch. Kennst du Mad Max, das ist so in Australien, da fährt der HSV rum. Der HSV Coupé ist direkt hier nach dran übrigens, ne? Das entspricht quasi dem Weltuntergang des HSV Coupé, das deswegen. Deswegen sieht die Strecke so aus, wie sie aussieht. Genau, das ist einfach nur die Umgebung hat sich an dem Auto angepasst. Das wäre aber genial, wenn das wirklich ginge irgendwie. Also quasi das Auto stellt der Zombie da, nicht die Zombie. Ich wollte mich drehen! Das Auto ist der Zombie. Ja, wenn Liebster sowas auch nochmal machen würde. Nee, einmal weg. Ich möchte mich wohl heute bei jeder Strecke mindestens einmal drehen, wie es aussieht. Aber diese Folterabkürzung ist halt echt schneller. Ich hasse die aber. Du musst sie nicht nehmen. Was ist denn für eine Vorholterabkürzung? Ja, er nennt die halt über so, die letzte Vorstartziel. Nee, Vorstartziel, die letzte. Ja, da man an der Wand lang schlittern muss. Da muss man sich an die Leitplanke rumschleifen lassen. Und das ist schneller, als wenn man die unten fährt. Ich hasse so ein Fahren. So, weil es auch so inkonsistent ist mit der Abkürzung. Och, es geht. Ich meine, du bist zwar nicht jedes Mal deutlich schneller, aber dass du da wirklich abfliegst, ist relativ selten. Ja, bisher ging es tatsächlich ganz zuverlässig. Aber ich bin 1,75 gefahren, so gut war ich noch nie auf der Strecke. Ja, das ist nicht schlecht. 1,15, ne? 1,20. 1,24. Ja, in der Startrunde vielleicht. Was war das denn jetzt? Oh, okay. Das war schnell rumgekommen, fand ich. Viel mehr. Ja, und ich habe irgendwie einen Brainout gehabt und habe in der Kurve einen zweiten geschaltet. Keine Ahnung warum. Oh. Aber komm da rum, das wird eine gute Runde, bitte. Mach kein scheiß Auto. Das wird, glaube ich, gut. Oh ja, nochmal verbessert. Wie viel hast du jetzt? 1,1540. Wow, das habe ich auch. Das hast du auch. Also genau die Zeit, ja. Also habe ich mich Kirsches Skill auf dieser Strecke angepasst. Ja, das ist doch mal ein Achievement für diesen Renntag. Wenn du dich jetzt noch verbesserst... Jetzt mach ihn doch keinen Mut. Ja, jetzt bin ich natürlich gepusht und sonst was. Das kannst du dir natürlich vorstellen, ne? Ich fahre hier auch gerade irgendwie Grütze. Mit dem Schalten irgendwie. Bei dem Berg, der jetzt kommt, schaltest du in den vierten oder bleibst du im dritten? Nee, ich bin im dritten geblieben. Was nicht heißt, dass das Richtige ist, aber das ist, was ich bisher gemacht habe. Okay. Da bin ich unsicher, weil wenn ich im vierten schalte, erreiche ich teilweise nicht mal die 316, aber dann, wenn ich im dritten bleibe, dann küsse ich die 316 die ganze Zeit. Genau, also ich hänge auch im Begrenzer dann die ganze Zeit. Aber wenn du die 316 nicht erreichst im vierten, dann bringt es auf jeden Fall nichts. Nee, aber ich habe das Gefühl, dass es auch kommt immer so drauf an, wie man da rüberkommt. Dann habe ich die Wand mitgenommen, das war natürlich nicht so toll. Oh. Na, super, was war das denn jetzt? Das war jetzt voll der große Kram, voller Fehler. Diese Abkürzung mit dem Wanderweg, die finde ich eigentlich auch richtig scheiße. Das Problem ist, die ist das kleinere Übel. Ach,
Ach man! Oh! Immer wenn ich einen Ticken näher an zum Meter komme, dachte ich, mache ich erstmal Unfälle, damit er wieder weg ist. Muss das denn sein, Auto? Wirklich? Ach mein, ja, die Runde war wirklich scheiße, ich meine Güte. Ach toll, jetzt ist Cash schon wieder weg, ey. Die Runde war wirklich Grütze jetzt. Na gut, Cash wird sowieso erst in der Meisterschaft, aber ich wollte den Vorsprung ein bisschen dünner halten. Was mache ich denn hier gerade? Kann ich das auch mal von Diebster hören? Ich hab doch eben auch gerade einen Fehler gemacht, da ist locker 10 Sekunden aufgerückt. Also. Ja! Voll. Nee, so viel ist das nicht. Das doch, also ich hang ja irgendwie da an Abkürzung fest und konnte nicht mehr hochfahren. Gott. Berg hoch da. Ja, das war ja. Du locker 10 Sekunden aufgeholt, bin ich ganz sicher. Also. So, was ist jetzt? 1,30 oder was habe ich jetzt? Achso, sagt er mir nicht an, dass den Rundrekord. Och Mensch! Das war schon 1,30, Alter, würde mich nicht mehr wundern. Das war ja Horror. Kommst du, hast du echt Probleme mit dieser Abkürzung, oder? Ja. Weil jedes Mal komme ich an der Stelle ran. An der Stelle, wo er so laut geschrien hat? Ja. Ja. Nein, grundsätzlich. Jedes Mal, wenn er bei der Abkürzung komme ich an ihn ran. So, das weiß man gut. Warum nicht in der vorigen Runde so Auto? Ah, fahren wir mal durch den Wald. Oh, wieder so ein Mist, ey. Wieso was passiert? Na, ich bin da auf dem Parkplatz herumgefahren, auf den Waldparkplatz. So, also das ist auch eine Idee. Ja, also bei Start und Ziel da links, halt links rum da um die Bäume, die gelandet. Du sollst aber fahren und nicht stehen und parken. Naja, du hast mir gedacht, wir warten. Weißt du, was mir links nicht gefällt? Ich habe jemanden hinter mir. Ja, aber gesehen. Ist die letzte Runde. Jetzt fährst du wieder weg. Weil ich wollte die überrunze ich nicht ein. Hat doch nicht geklappt. Horrible. Fahr in das Ziel jetzt, bitte, Auto. Weil ich finde Mist, ey. Mann, ist das grausam. Letzte Runde war alle Katastrophe bei mir, du Mädel. Da ist noch auf. Gott, wow. Die letzten beiden Runden waren ja mal übelst scheiße. Alter. Ja, geht mir auch so. Diesmal hat er keine Probleme mit dieser Abkürzung. Ja, wahrscheinlich ist der Druck einfach nur groß genug gewesen, weil du da nah genug an mir dran warst. Meinst du? Vielleicht war der Druck groß genug, weil du nah genug an mir dran warst. Kann sein, keine Ahnung. Lord Schreps hat bei ihm kurz funktioniert, aber dann, naja, interpretiere ich mal, es geht immer noch nicht. Wir haben echt die gleiche Rundenzeit, Kerl. Und die gleiche Topspeed. Oh Gott. Das muss man auch erstmal schaffen, so synchron fahren. Das heißt aber eigentlich, ihr sollt besser sein und nicht gleich fahren. War das schlecht, ey. Yes, ja, es gibt ja auch bei den Olympischen Spielen gibt es ja so synchron Spielen auch. Da könnte man doch synchron fahren. Synchron fahren, ja. Ah, die letzten, meint ihr dann, vielleicht wollen sie ja auch noch synchron gewinnen? Die letzten drei Runden waren alle fehlerhaft bei mir, ey. Die waren wirklich Katastrophe. Aber what the fuck, 1,15, ey, auf die Zeit. Nee, also der Renntag war gar nichts. Mir ist noch nicht vorbei. Das war sogar mein Rekord mit dem Auto zumindest. Ich bin dafür, wir hören jetzt auf, weil jetzt kommt ja Coupé. Aber der ist zum Glück nur auf Senec. Oh, Alter. Ich wollte doch nicht einmal besser als Fünfter, was ist das? In Asak war mein Rekord 1,16,56 und 1,15,40 jetzt. Wow. Aber wie gesagt, beim CLK geht's noch schneller. Okay, letzten Endes ist es 4E der höchste Platz, den ich theoretisch erreichen kann, aber... Wow, also die 1,15... Ich auch ab und zu gern bei. Die 1,15 ist... Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da mal irgendwann hinkomme, oder? Du hast sogar zwei 1,15er. Noch eine 1,15,70 dabei. Oh, ja. Die 1,15,70 war die vorige, dann habe ich nochmal auf 1,15,40 gehackt. Oh, ich habe sogar zweimal 1,15,40 gefahren. Oh. In der dritten und der siebten. Mal meine nächste Strecke einstellen. Okay, Scenic Drive. Gott. Vorwärts. Ja, heute vierter Platz. Haben die unfair. Was? Ich habe nicht Haust dabei. Ich habe auf dem Handy geschrieben. Ah, okay. Das heißt. Ja, ich könnte auch raustappen. So ist es nicht. Ich möchte das HSV Coupé in Schwarz fahren. Ich möchte es gar nicht fahren. Ich nehme es in. Ja, in grün. Wenn schon bekloppt, dann richtig. Weißt du, ich könnte raus, aber warum sollte ich? Ja.
Wenn man halt Discord auch auf dem Handy hat, nutzt man es mal eben da. Ja, mal gucken, wie das läuft, ey. Ach, gut, dass es nur eine Runde ist. Das HSV-Coupé. Apokalypse! Das gute HSV-Coupé. Wer liebt es nicht? Ich. Das auf der Strecke, ja? Vielleicht hat der HSV ja irgendwelche Politiker erpresst, dass die gesagt haben, wenn wir nicht Fußball spielen dürfen wegen Corona, verkaufen wir mal HSV-Coupés. Ja, genau. Also, hallo? Ja, sie hat einen Fehler gemacht. Der ist aber ja komplett nicht, an der Wand kleben geblieben. Aber nicht ganz so krass, weil sehr viele haben wir auch gemacht, Leute. Ja, so, der wollte sich damit. Ach ja, stimmt, ich muss ja auf jeder Strecke mich ja einmal drehen oder so. Wie war das? Oh Gott, das war ja voll schlecht. Auto. Ja, Stevie hat mich überholt, also. Oh Gott, scheiße. Jetzt wäre ich so letzter hier. Da hab ich voll. Ich hab jetzt irgendwie so die Gefahren da normal. Ja! HSV-Coupé hat so, mich jetzt getötet. Bitte das Rennen zu Ende. Das HSV-Coupé hat mich getötet. Ja, für mich reicht es immer noch nicht. Für mich reicht es ja noch, was ihr da fahrt. Ich will das nicht rausnehmen, das Coupé. Na, mit einem anderen Fahrzeug ersetzen oder so, was besser ist. Ah, ich hab das Schild mitgenommen, das auf einer einen Rundenstrecke, das ist halt echt. Ja, ich bin an der Stelle gestern ja jedes Mal hängen geblieben. Ich bin diesmal da so vorsichtig lang gefahren. Du bist gestern irgendwie jedes Mal durchgekommen, wie auch immer du das gemacht hast. Ja, ich hab. Ach, Mann, ich hätte vorher runterschalten müssen. Natürlich habe ich es im Renntag nicht bedacht. Ach, Mensch, ey. Es ist zum Kotzen. Nein, nicht dagegen fahren! Ja! So, jo. Damit habe ich meinen Dreher. Für die Statistik. Ach, das ist gruselig. Jetzt wegen dem ganzen Schild. Ah, oh, Mann. Wegen dem Schild das ganze Rennen verkackt. Leverty, wart mal auf mich. Ja. Oh, ist ja gemein. Und danach muss ich mich noch auf Alpine Trails drehen und auf Mediterran Paradise, ne? Okay, Tomatensalat macht da irgendwie komische Lenkbewegungen. Das müssen wir gleich mal ausnutzen. Ja, wenn es dann in die Kurve kommt, das Coupé, ne? Dann vielleicht. Scheiße. Wir haben Fehler gemacht. Dadurch werde ich heute Letzter, weil ich mich immer einmal komplett drehen muss. Ich weiß nicht wieso. Komm da rum, Auto. Meine Güte. Sei doch nicht so scheiße. Ach, Mann, ey. Oh, kann das nicht endlich zu Ende sein? Mann! Ja, du wirst das gewinnen. Das Schild hat mir alles versaut. So, jetzt nicht überholen. Ach, scheiße, ey. Ja! Ich war ja nicht gerade, wenn ich die Chance habe, dass du wärmer, wenn ich nur 5. war, ist doch eine Scheiße. Anzeige war Demon die ganze Zeit. Aber ich meine, die Chance habe, dass du wärmer, ist so eine Scheiße. Ich war besser als Demon zum zweiten Mal im Leben. Der trackt das wirklich, okay. Ah, ey, so zum Kotzen ist das, ey. Da hat man die Chance, mal Dritter zu werden, dann mache ich so eine Scheiße. War mit diesem behinderten Schild nicht mehr aufholbar. Ich frag mich, warum ich mich drehen musste. Das muss irgendein Naturgesetz sein. Mann, das ärgert mich jetzt, ey. Ihr scheiß Schild hat das ganze Rennen gekostet. Ich glaube, das eine, wo ich mal Erster war, war auch ein Runde-Rennen, also so ein Sprint, oder? Ah, so eine Scheiße, Mann, ey. Es ärgert mich, ey. Da die hat die Chance, mal Dritter zu werden und dafür geil ich das. Vielleicht ging dieses behinderte Schild auch gegen. So, McLaren F1 LR. Weil die Sprung perfekt kalkuliert war, weil ich falsche Seite gefahren bin. Okay, das kann ich jetzt wirklich in den Kalender eintragen. Das wird ein voller Kalendereintrag heute. Hier ist lieber Runde. Die wurde geschlagen. Moment, das fahren wir jetzt noch bei McLaren F1 LR. Sag mal, Dennis! Ja. Ach, scheiße. Was mach ich denn hier? So, jetzt nehme ich zur Feier des Tages auch. Oh, die Scheiße, du hast doch nicht Stevie, oder? Nee, hat er nicht. Nee, darf ich. Musst ja, ich habe irgendwie gerade gedacht, du hättest schon. Darf ich jetzt? Ja. Ja. So, jetzt mache ich noch mal. So, jetzt nehme ich zur Feier des Tages auch mal so einen rosa, denn. Warum nicht? Ja, du hast Geschmack. Meine Meter. Du hast Geschmack.
Kilometer. Ja, ich merk's schon. 5 Runden! Das Schöne ist, ja, damit das, der Abschluss immer schön lang ist, haben wir gleich den Elis. Jupp. Ja, warum auch nicht? Die fahren alle hier, als immer es gehen, ey. Ach Gott. Was fahren wir? Als ob ihr die stehen fahren alle würdet. So, als würdet ihr, als würden wir stehen. Hier fahren die an mir vorbei. Ihr fahrt so, als würde ich stehen und ihr fahrt. Also. Genau so zum Mittel. Nein! Was war das denn? Was war das denn bei dir? Hallo? Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber es hat mir gefallen. Oh, ich dachte, ich nehme da einen Baum mit, damit ich schön... Ach, ich muss mich auch noch drehen. Wann darf ich mich drehen? Hast noch ein paar Runden Zeit. Okay. Ich habe die Abkürzung nicht genommen, obwohl ich keinen von euch gesehen habe. Bin ich nicht gut? Nicht schlecht. Oh, ach scheiße, jetzt gibt's da ja schon wieder vor mir. Was soll denn das? Boah! Ja, umdenken hier. Ja, mit dem Gespiegelten, ne? Ja. Das erinnert mich irgendwie gerade daran in Need for Speed 2. Da gab es doch auch zwei, die gerne bei den Rosern gefahren sind und auch immer relativ nah zusammen waren. Rosa ist hier nur orange. Oh. Oh nein. Ja. Ja! Verdammter Mist! Achso. Ach scheiße, das sind ja 5 Runden. Ja, Renne, ich krieg dich noch. Oh, was? Ja, wahrscheinlich wieder in der letzten Runde. Du bist mit, ich werde safe. Ich, da wollte das Auto sich direkt schon drehen. Ja, hättest du mal machen sollen. Dann hättest du es. Dann hättest du es. Ja, meine auch. aber jedem Rennen. Weiß nicht, aber heute habe ich echt so einen Tag, ich muss mich drehen. Was anderes wird das Spiel dann nicht. Ich schau auch immer, aber ich halt hier. Oh, Meter? Nein. Ich bin hinter dir. Nein! Ich weiß. Und da hatten wir ihn. Und wieder an dir vorbei. Komm, ich fahr jetzt noch auf Halbgas. Mach wieder Breakfast und fahr im Gegenverkehr. Nein, das findest du denn mal mit. Aber ohne Kollision ist auch langweilig. Ja, diesmal hebe ich hier nicht ab. Schade eigentlich. Aber ich. Gott, ich hasse dieses Spiel. Darf ich bitte demnächst bei HP2 draußen bleiben? Ja, nein. Für immer? Nein. Das sagst du jedes, die sagst du jeden Renntag. Ja, aber leider habt ihr bis jetzt noch gesagt, dass ich darf. Irgendwann werde ich drauf ficken und es spielt. Und da ist der nächste Dreher. Na, immerhin hast du nicht abgeschlossen. Ja, die abgehakt heute. Wo bist du abgeblieben, Tomete? Ja, das frage ich mich auch. Nein, ich will die Abkürzung nicht spielen. Mann! Ja, immer auch ein paar Unfälle in der Sündenzeit, dass wir ein bisschen näher rankommen. Was fahre ich denn in Gutze heute wieder? Na, über jeden Renntag. Ich soll nur nachfahren, ey, dann wäre ich viel besser. Das Lustige ist immer, wenn ich einen Renntag habe, der so richtig beschissen ist eigentlich, dann passiert irgendwas, was den dann ausmacht, dass irgendein Ausgleich ist dann drin. Ich habe mich jetzt mit Absicht dreimal hintereinander so gesetzt. Zum Beispiel, warum? Dass ich heute besser war als Steven. Das hatte ich bei HP2, glaube ich, erst einmal. Und du hast Glück gehabt. Ja, das andere Mal hatte ich sicherlich auch Glück gehabt. Weichen, Miste. Dass ich vom Skin her nicht besser sein kann als du, das ist mir schon klar. Das war das eine Mal bei Nice so, dass ich Glück hatte. Das war das eine Mal, wo ich nachgefahren bin, so, dass ich Glück hatte. Und das war auch diesmal so, dass ich Glück hatte. Aber es ist mir egal. Ja, aber trotzdem, ich meine, siehe, wie Diebster da gejammert hat. Ne? Du musst dann auch zur Stelle sein, wenn Demon mal parkt. Ja. Eben, das deswegen ärgert mich das Rennen auch eben. Dass ich da nicht Dritter wurde.
Ja, dann wurde ich Fünfter. Nimm alles mit hier. Aber so ist das, naja. Ja, ich sollte am besten nur nachfahren, bin ich viel stärker, ey. Wie bitte? Beim Nachfahren bin ich viel stärker. Ja, guck mich an, ich habe schon mein Rennen gewonnen beim Nachfahren, also. Oh, der LM. Und ich glaube, da war auch noch eins dabei, wo ich Dritter war. Ja, bei Nice 2 fahre ich ganz gut im Nachfahren. Ne, bei Nice 2 bin ich. Aber dann beim Renntag, ey, da bin ich mal vorletzter oder letzter oder sowas, ey, es ist. Bei Nice 2 ist das ist das einzige Spiel, wo ich beim Nachfahren schlechter bin. Ja, bei Wintern da umgekehrt, da bin ich deutlich besser, ey. Ja gut, wegen dem Windschatten vielleicht. Wie soll man Kirsche? Ja, wegen Windschatten, natürlich liegt das am Windschatten, aber bei den anderen habe ich Kirsche halt. Echt absolut perfekt fahren, das ist echt keine Chance. Da habe ich mehr Konzentration. Ja, das erste Mal gewonnen. Wieder mal Vierter geworden. Wieder mal Fünfter geworden. Boah, bei Kirsche muss man echt perfekt fahren, selbst dann ist es nicht zu schaffen. Eieieiei. Naja, vielleicht hat Kirsche einen Autopiloten an und der guckt nur zu. Ja, leider klappt der Autopilot nur für dieses Spiel. Ja. Wisst ihr, was das Tollste ist? Ihr freut euch ja alle eure Platzierung. Euch ist klar, dass Jonathan noch nicht gefahren ist, ne? Ah ja, ja da gut. Noch was. Ja, ja. Ja gut, dass ich damit Fünfter werde, mir auch noch klar. Du bist Erster. Oh, Sechster in dem Fall. Ich habe eben gerade die Hoffnung gekillt. Oh, wenn. Und bei Lord. Und bei Lord war man auch nie genau, ob der nicht auch besser ist, deswegen. So, das habe ich jetzt auch in den Kalender eingetragen. Bei Lord war man auch nie genau, ob der nicht auch besser ist als wir. Auch Nasak nicht, also unter 1-1. Keine Ahnung, wie du das machst, Kirsch. Oh. Ja gut, mit dem CLK ist es hier natürlich einfacher. Ich bin aber echt mal gespannt, wie gut die bei 9 sind. So, jetzt haben wir aber ein Wenn sie denn fahren. Jetzt werden wenn sie mitfahren, habe ich noch nicht ganz verstanden, ob die mitfahren wollen. Mediterranean Paradise. Jetzt werden wir ein super Phänomen haben. Dennis kommt mit langen Fahrten und langsamen Fahrzeugen nicht klar. Ja, ja. Das wird Katastrophe. Ja, aber ich meine, wo ich besser bin, naja gut, zu. Na, vielleicht werde ich mal besser sein. Das kann ich erwarten. Werde ich ja mal besser, kann ich noch jubeln heute. Das Rennen, wo Jonathan Erster wird wahrscheinlich. Ja, das wird schwierig, ja. Oh Mann. Eigentlich wäre es ja gut, wenn ich mal wieder Erster wäre, aber. Ja. Aber du, welcher HP2, war das noch bei? Bei HP2-Station wahrscheinlich. Oh, ein Knallrot fahre ich, den fällt bestimmt auf der Grünstrecke. Wirklich, ich habe mir das auch gedacht, danke dafür. So ein richtig anständiges Zitronengate. Ich fahre in Rot, ja, mal, alles selbe Idee. Dann haben wir viel Rot. Vor allem, das wird echt auffallen auf der Strecke, ne? So, cool, so sauer, wie ich wegen dem Renntag hier bin, fahre ich in den Zitronengelb. Ja. Zitronengelb. Das ist ein Auto, bei dem ich die Gangschaltung nicht verstehe. Hauptsache, du presst das Auto auch richtig aus jetzt, ja. Jetzt wie viele rote Punkte gibt es denn? Vier. Ich glaube, fast jeder hier in Rot. Ja, vier rote, ein gelb, ein blau. Auto, bei dem ich die Gangschaltung nicht verstehe. Ja, nur den letzten Gang halt eben nicht. Oder die letzten zwei halt eben. So, ich nehme nicht die Abkürzung hier, weil die versaut's mir immer. Hier ist überhaupt keine Abkürzung. Doch, zwischen dem Felsen durch. Wenn man es gut macht, dann hilft das, aber. Habe ich doch nie gesehen, dass man das gut macht. Dass man da irgendwie. Das hilft gar nicht. Das ist eine absolute Katastrophe, solltest du ablegen zum Hilfe. Hab ich ja gerade. Ja, vierter Platz. Das Auto liegt mir. Man sieht sofort. Kann nicht sein, das ist ein langsames Fahrzeug. Ja. Vierter jetzt, wow, aber vergiss Jonathan nicht. Hinterher. Der vierte Platz jetzt ist nicht unbedingt das, womit ich glücklich bin. Das weißt du, Stevie. Aber nochmal zur Info, ne? Vierter, weil Jonathan fehlt noch. Ja. Wie gesagt, ich habe euch gerade allen die Motivation schon gekillt. Das gibt's nicht. Die fahren wieder von hier mit der Karre hier. Das geht's nicht. Das mache ich falsch. Mehr Gas geben kann ich auch nicht. Hättest du mir anders gesagt, würdest du jetzt sagen, du musst doch die Linien richtig nehmen. Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, die scheine ich ja anscheinend komplett daneben zu nehmen. Das ist ja irgendwie phänomenal hier. Verdammt, jetzt bin ich wieder viel zu offen immer. Und fahre ich jetzt über die hin? Wie fahre ich da jemand hinterher?
Naja, mal gucken, wo ich lande. Wieso nehmt ihr alle die Abkürzung da? Ja, mal gucken, keine Ahnung. Wir haben ihn mal hintergefahren. Weil das Auto todeslangsam ist und der die sogar nehmen kann. Also ich meine, dass ich die nehme, ist klar, aber ich dachte immer, ich bin der Einzige. Nee, jetzt nicht mehr, so. Mit ja, beim langsamen Auto habe ich auch mal die Erfahrung gemacht, warum war schneller. Muss man auch mal sagen. Ich sehe 4 rote Punkte auf der Karte. Ich habe was Gelbes hinter mir. Ja, und das nervt mich, dass du was Gelbes hinter dir hast. Das darf nicht so bleiben. Ach so, ja. Doch, das muss so bleiben. Nein, ich hasse dieses Auto. Genau, wenn doch Stevie auch mal was. Okay, das ist immer der letzte Name, Stevie. Ja, dann sei du letzter und Stevie 5. Ist mir egal. Ja, wieso? Du bist doch nicht. Ach, seid hinter ihm. Kannst du auch hinter ihm bleiben? Das will er aber nicht. Warum nicht? Das musst du ihn fragen. Ja, dumme. Von mir aus könnt ihr beiden auch gewinnen und zum Beispiel Kirsch und Demon sind hinter mir. Das wäre auch in Ordnung. Es sind viele Möglichkeiten, die akzeptabel wären. Das wird nie passieren. Also mit dem Auto sollte es nicht passieren, sonst kann ich mal Lenker am Nagel hängen. Dann hörst du so, tok, 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 tok. Jetzt hängt's am Nagel. Ja. Aber dann wirklich. Dann ist die Rennkarriere vorbei. The Running Race, das ist hiermit dann aufgelöst. Hier abgetreten an Jonas. Aber ich war doch diesmal drin, besser als du, dann müsstest du es ja an den Nagel hängen. Aber nicht mit dem auch. Ja, aber da war ich ja, bei Elise gefahren, da war ich ein HSV-Coupé gefahren. Ich glaube, wenn du ihn mit einer Elise besiegst, dann. Ja, dann. Das HSV-Coupé. Wobei mein Hass auf den HSV gerade ein bisschen gesunken ist, muss ich wirklich sagen. Wirklich? Ja, aber auch nur, weil er so weit vorne war. Ja. Der hatte Glück mit dem HSV. Achso, ja gut, ja. Obwohl das war, weil es eine Sprintstrecke war, weil es eine kurze Strecke war. Ja, natürlich, leider wäre es 2 Runden gewesen. Ich wäre wieder 4. oder 5. geworden, ganz klar. Vielleicht sogar 6. Na, 2. immerhin. Naja. Och nee, bleib scheiße. Stevie, was ist Stevie? Stevie, ja! Oh, nee. Was ist da denn los? Halbe Sekunde. Der Renntag war so scheiße, aber irgendwie auch so gut. Stevie hat's geschafft, ey. Hab ich sogar mal gehupt. Ach, das kann doch nicht wahr sein, ey. 4-3. Vom letzten Platz. Das geht noch schneller von vorne. Gott. Nee, langsame Autos können mich mal. Oh. Das ist das Wort zum Sonntag gewesen. Aber leider ist der Renntag schon wieder vorbei. Ja, Alter. Eins konnte ich auch noch, aber ja. Ja, reicht ja. Oh, meine Güte. Der Kirsch hast du keine Chance, ey. Das ist unglaublich.